Milad Karimi wurde 1979 als Sohn afghanischer Eltern in Kabul geboren. Er wuchs in den 80er Jahren dort auf, in einem Land voll von Gewalt und Chaos. Anfang der 90er Jahre entschloss sich seine Familie zur Flucht nach Deutschland. Nach einer langen Odyssee fand die Familie im hessischen Darmstadt eine neue Heimat. Milad Karimi studierte dann Islamwissenschaft und Philosophie. Seit 2016 ist er Professor für islamische Philosophie an der Universität Münster. Nebenbei veröffentlicht er immer wieder Bücher, in denen er sich essayistisch mit den Themen Glauben und Philosophie auseinandersetzt. So auch in seinem neuen Buch, wo es um den Begriff der Unverfügbarkeit geht. Gerne ein Religionsphilosoph wie Milad Karimi vorstellen. Und die Ehefrau Niki. Niki begleitet eine schöne Lesung, die von, wie gesagt, Herrn Milad Karimi vorbereitet ist. Und er wird uns über die Unverfügbarkeit des göttlichen Spiels vorlesen. Erstmal. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf mich bedanken für die Einladung hier und dass ich aus meinem neuen Buch lesen darf und mit Ihnen ins Gespräch kommen kann. Ich weiß nicht, ob ich zu hören bin, ich habe den Eindruck, nicht wirklich. Doch. Ja? Ja. Okay. Genau, ich lese aus meinem Buch jetzt. Ist besser, glaube ich. Maradona und das göttliche Spiel, warum das Wesentliche unverfügbar bleibt. Ich will es nicht verbergen. Dieser Essay ist ein Eingeständnis und ein Plädoyer. Er ist ein Plädoyer für die Poesie, für den Zauber des Lebens, für die schwere Schönheit menschlicher Erfahrung, der Begegnung und Welterschließung. Und ein Eingeständnis meiner Faszination von Maradona, dem Magier der Unverfügbarkeit und für den verspieltesten Versuch eines indirekten Gottesbeweises. Es geht um die Erinnerung einer kindlichen Seele, um Zerbrechlichkeit menschlicher Existenz, um schwache Hoffnung und immer ist irgendwie Maradona gegenwärtig. Als Spieler, als Gauner, als Mensch, immer auch mit einem dunklen Rest. Die Frage ist, was haben wir im Griff? Die globale Pandemie, unsere Geburt, unser Leben, unsere Liebe, unser Glück. Oder unseren Tod. Und was ist uns verfügbar? Die Dinge, die uns umgeben, oder kommen sie um, wie Rainer Maria Rilke anmahnte, wenn wir sie in der Eindeutigkeit und Verfügungsgewalt einfangen, beherrschen, gebrauchen? Dieser Essay geht der Frage nach, warum und inwiefern das Wesentliche, und was meint das Wesentliche, eben unsere Liebe, unser Glück, unsere, sagen wir, qualitativer Lebensvollzug, einen Tanz der Unverfügbarkeit darstellt. Warum Leben poetisiert ist, wenn wir den Sinn dafür kultivieren, dass wir selbst Sehnsucht sind. In meiner Kindheit, inmitten des Krieges in Kabul, suchte ich immer wieder nach der Hand Gottes. Ich suchte sie inmitten der Ruinen, inmitten des Raketenangriffs, in den Augen meiner Mutter, im Seufzer meines Vaters, im ständig gestörten Spiel meiner kleinen Schwester. Doch nirgends habe ich sie gefunden. Habe ich sie im Falschen gesucht? Ist der Krieg ein Zeichen der Abwesenheit Gottes oder hat sich seine Hand gewandelt? Mal war sie Licht über uns, nun war sie reine Finsternis. Ich hatte meinen Himmel, meinen blauen Himmel. Er war der Topos meiner Kindheit. Aber vertrösten konnte er uns nicht lange. Allein der Schein aber genügte, um nicht zu verzweifeln. Der blaue Himmel über Kabul wirkte jedenfalls wie eine Fassade, eine Requisite einer pervertierten Reality-Show,
die selbst die Hand des Ewigen vereinnahmt hat. Der Himmel spendete Hoffnung, aber selbst ich als Kind wusste, dass diese Hoffnung vergangen war, bevor sie uns erreichte. Als die sogenannten Mujahideen Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts Kabul eroberten, beschossen sie für mehrere Stunden diesen blauen Himmel als Zeichen ihrer Freude und ihres Sieges. Es wirkte wie ein Feuerwerk und der große Lärm raubte uns den Schlaf. Die Geste sprach für sich: Wer den Himmel angriff, griff das Höchste an. Darin zeigte sich ihre Selbstverneinung, dass sie im Namen Gottes auftraten, um diesen Namen zu entweihen. Der Himmel wehrte sich nicht, damit war er auch irgendwie entzaubert, denn er war wie wir, verletzlich. Doch an seiner Verletzlichkeit war die Anfälligkeit der Welt spürbar. Der Trost kommt nicht von außen, nicht von oben und nicht wieder und wieder nicht. Heute weiß ich, dass dieser Lärm der Schrei des Himmels selbst war, weil er damit entblößt wurde. Er konnte keine Hoffnung spenden, kein Vertrauen geben, dass endlich alles gut werde. Nichts war gut und nichts wurde gut, sondern immer etwas weniger gut. Schon lange war dieser Himmel gezeichnet gewesen. Schon lange hatte der Krieg Menschen und ihre Erinnerungen, ihre Träume mit seiner Willkür zugrunde gerichtet. Der Krieg unterscheidet sich von einem Auftragsmord dadurch, dass der Krieg nebenbei und willkürlich Atem stilllegt. Menschen starben vor meinen kindlichen Augen nicht nur durch gezielte Angriffe, sondern auch durch Splitter oder einfach, weil sie dort waren, dort lebten, wo eine Bombe hochging oder eine Rakete eintraf. Wenn der Himmel entschwindet, wenn der Urtext zerreißt, verliert sich die Kindheit unmerklich. Der Krieg nimmt die Kindheit hinweg. Nicht plötzlich verweht sie vom Krieg, sondern im Übergang von jetzt und jetzt. Doch Maradona war da. Ich konnte ihn immer am Abend, vor allem im Jahre 1986, während des Weltmeisterspiele in Afghanistan, in Kabul verfolgen. Er war anders als alle anderen Spieler. Und ich sah, dass Maradona viel und viel. Er dürfte einer der meistgefaulten Fußballspieler der Welt gewesen sein. Und jedes Mal, wenn er sein Gesicht festhielt, weil er erneut brachial gefault wurde, blieb mir der Atem stehen. Seine Ferne, dass er nur eine Figur auf dem Bildschirm war, weit entfernt jenseits aller Verhältnisse, die mein Leben in Kabul bestimmt haben, machte ihn zu einer nahen Person. Als Spieler zeigte Maradona Schmerz. Doch dieser Schmerz wirkte größer als der übliche Schmerz bei einem Foulspiel. Sein Leid, sein verzerrtes Gesicht, die Weise, wie er sich zusammenrollte, durchbrachen die Wand des Bildschirms. Denn dein Schmerz war zugleich die Frage danach, warum es überhaupt diesen Schmerz gibt. Eine Frage, die wir Flüchtlinge, die nicht in unserer ursprünglichen Heimat verortet sind, uns ja nicht selten stellen. Wir stellen vielleicht nicht alles in Frage, aber wir stellen schon die Frage, warum es überhaupt Schmerz gibt und warum ausgerechnet wir diesen einmaligen, und der Schmerz ist immer einmalig, in uns tragen müssen. Warum wir in einer Welt leben, in der dieser Schmerz sehr oft auch nicht gesehen wird. Damit war nicht der partielle Schmerz spürbar, sondern vielmehr die Fragwürdigkeit einer Welt, die den Schmerz hinnahm. Nicht anders habe ich in Kabul Mütter weinen gehört, die beklagten, warum ihre Kinder gestorben sind. Die Anklage wäre absurd, wenn man sie als eine einfache Frage begreifen wollte, denn Kinder sterben, wenn sie dort sind, wo eine Rakete eintrifft. Die Anklage war die Frage danach, warum es überhaupt die Welt gibt, in der es möglich ist,
dass Kinder, schuldlose Kinder, so sterben müssen? Und wer nimmt Verantwortung für jeden Atem, der stillgelegt wurde? Jeder Mensch ist genauso viel wert wie die gesamte Menschheit allesamt. Somit steht das So-Sein der Welt in Frage, die als Frage mich bereits als Kind tief betroffen gemacht hat. Vielleicht ist aus dieser Betroffenheit, dass ich nie wieder die Gesichter dieser Mütter vergessen kann, dass sie nie wieder ihre Stimmen mein Ohr verlassen, die Haltung entstanden, mit Gott zu hadern. Ihn nicht sein zu lassen, sondern durch seine Hand verstehen zu wollen, was diese Welt, die unendlichen Spiele der Welt, dieses Leben überhaupt bitte soll. Für uns Kriegskinder bedeutete die Freiheit allein die stillen Augenblicke zwischen den Raketenangriffen. Sie sind aber unregelmäßig, bringen somit den gewohnten Gang des Lebens aus seinem Rhythmus heraus. Afghanistan war für mich ohnehin eingeengt, weil die Grenzen der Stadt für mich die Grenzen der Welt bedeuteten. Kabul als unser Lebensspielfeld wurde immer unbewohnbarer, unsicherer, gefährlicher. Jedes Mal, wenn wir das Haus verließen, nahmen wir auch Abschied voneinander, weil es nicht gewiss war, ob wir uns erneut am Abend wiedersehen würden. Das Haus zu verlassen war kein selbstverständlicher Ausdruck des Alltags, sondern das Aufscheinen eines Risses, der sich mit dem Krieg ins Leben einschreibt. Hier ging nicht bloß der Alltag verloren, die Wiederholbarkeit der Lebensrituale, vielmehr verabschiedete sich das Heimischsein selbst. Dieser Riss ließ kein neues Heimischsein entstehen. Nicht dort, nicht auf der Flucht, nicht als Flüchtling und gewiss auch nicht mehr danach. Bis heute kann ich nicht sagen, dass ich heimisch geworden bin. Auch nicht hier. Flüchtlinge können das, glaube ich, gut nachempfinden, dass man nicht einfach irgendwann mal Flüchtling war, sondern wir bleiben Flüchtlinge. Wir bleiben nicht nur in den Augen der anderen Flüchtlinge, wir bleiben eigentlich im Innern Flüchtende. Und der eigentliche Schmerz besteht darin, dass wir nicht einmal erklären können, wovor wir heute noch flüchten. Ich hatte immer den Eindruck, bereits schon als Kind in Kabul, dass ich Schuld auf mich beladen hatte. Das ist eine Schuld, die kaum sagbar ist. Das ist die Schuld, dass wir überleben. Das ist die Schuld, dass wir fliehen konnten, aber die anderen nicht. Und ich frage mich bis heute, warum ich fliehen durfte, aber nicht mein Freund, meine Freundin, die dieselbe Hautfarbe hatten, dieselbe Berechtigung zu leben und eine Zukunft zu haben, aber ich durfte fliehen. Mit allen Schwierigkeiten der Flucht und aller Probleme, die auch Integration in einem sehr, inmitten des Europas auch bedeutet, wir sind eben diejenigen, die mit Schuld leben. Und jeder Psychiater, jede Psychiaterin wird Ihnen und mir erklären, dass wir nicht schuldig sind, dass es nicht an uns liegt. Aber es ist nicht etwas, was psychologisch entschieden wird, sondern es scheint etwas zu sein, was der Krieg in Menschen einschreibt. Und dieser Riss ist irreversibel. Der Krieg bleibt, denn der Riss, genauer die Risse, die er hervorbringt, sind nicht äußerlich, weil der Krieg nicht allein alles Materielle zerstört, alles Erreichte destruiert. Der Krieg ist produktiv am Werk. Er erschafft Bilder, formt Erinnerungen, die den Menschen einnehmen, weil jedes Bild, jede Erinnerung eine eigene Lehre darstellt. Inmitten von Riss und Riss und Riss. Diese Intensität war für mich nicht fassbar, denn es fühlte sich wie ein Spiel an, sicherlich wie ein absurdes Spiel, dem wir nicht entkommen konnten, aber dessen Regeln wir auch nicht beherrschten. Das Perfide an diesem Spiel, wie ich es als Kind erlebt habe, bestand darin, dass es ein Werden und Vergehen, ein Bauen und Zerstören ohne
ohne jede moralische Zurechnung war. Es war kein Spiel zwischen Gut und Böse, sondern immerfort ein böses Spiel, bei dem wir verlernt haben zu differenzieren, weil die Sphären verschwommen sind. Der Krieg macht von innen blind, weil er keine Anschaulichkeit zulässt. Alles ist irgendwie diffus, ungelöst, taub, eben unbestimmt. Verlierer waren wir alle. Wir alle, aber dieses Gefühl war niemals intensiver als dem Augenblick, als wir erneut einen Angriff, einen Raketenangriff, einen Bombenanschlag überlebten. Und weil wir überlebten, waren wir die Verlierer. Wir verloren nicht unser Leben, aber die Poesie des Lebens, die Leichtigkeit, die Süße, das unerwartete Lächeln. Bloß zu leben, also sein Leben auszuhalten, nimmt das Lebenswerte am Leben hinweg. Und das ist das, was wir, ich rede im Plural von mir, dass wir Flüchtende eben auch dann empfinden, wenn wir sehen, was mit dem Iran heute geschieht, oder in Afghanistan, oder in Syrien, oder im Irak, oder im Jemen, oder in vielen anderen Orten, weil wir merken, dass nicht nur das Leben dort seinen Wert verliert, sondern dass wir in diesem Leben auch irgendwie Mitlebende sind. Ich begriff sehr früh, dass nicht der Tod dem Leben entgegengesetzt ist, es war das Leben selbst. Wenn es sich immer mehr entleert, immer leichter und entblößter wird. Dies ist die exakte Geschichte des Krieges, die das Leben unendlich einengt, sodass es in sich selbst implodiert. Wenn das Überleben alles ist, was für das Leben zählt, das nackte Leben, dann wird das Leben zu seinem Transit, zu einem ungewissen Übergang, an dem wir keinen Anteil mehr haben, sondern in dem wir bloß existieren, das Leben führen und bewahren. Das Erste, was wir alle nicht selten gehört haben, als wir hierher gekommen sind, war sicherlich der Satz, dass wir froh sein sollen, dass wir überleben. Aber genau mit diesem Satz zeigt sich, dass hier nichts verstanden wurde. Hier geht es nicht um Überleben. Hier muss es um Leben gehen. Hier muss um den Wert des Lebens gehen. Die Erwartung, dass wenn wir zum Beispiel Flüchtende sind, auch immer Leistung bringen müssen, immer fleißig sein müssen, das kann ich sehr gut verstehen. Als jemand, der selbst sehr fleißig ist, manchmal. Aber es ist auch ein Grundrecht zu scheitern. Es ist ein Grundrecht, faul zu sein. Es ist ein Grundrecht, auch nichts zustande zu bringen. Nur weil ich ein Flüchtling bin, muss ich nicht fleißiger sein als jeder andere Mensch auch. Ich darf auch faul sein, scheitern, nichts hinkriegen. Dennoch habe ich ein Recht zu leben, zu atmen, weil der Wert meines Lebens nicht durch meine Arbeit, nicht durch meine Produktion entsteht, sondern das Leben hat einen Wert an sich. So scheint es zur Poesie des Lebens zu gehören, dass unser Anfang wie der Anfang von allem irgendwie unverfügbar ist. Unverfügbar in unserer Erinnerung, unverfügbar im Leben selbst. Das Woher bleibt leer. Die eigene Geburt scheint die Leere oder der leere Anfang des Lebens zu sein. Alles Leben wurzelt in Erzählung. Meine früheste Erinnerung bewegte Bilder verschwommen, mal beschleunigt, mal entschleunigt. Jedenfalls wirkten sie so, als wären sie nicht digitalisiert und mit Filtern versehen. Sie sind schlicht, halten den Augenblick fest. Ich sehe mich als Kind, wie ich in unserem Garten auf einem blau-weißen Dreirad vor meiner Mutter wegfahre, während sie mit meinem Essen auf einem Teller hinter mir herläuft. Wir lachen, sie holt mich beinahe ein. Alles andere ist unscharf, als würde ein leichter Nebel alles umgreifen. Ist das meine Geburtsstunde, die innige Vertrautheit und Verbundenheit, die sich im unbeschwerten Lachen aufhebt? Der alltägliche Krieg, der sonst den Kontext meines Lebens bildet, ist hier nicht präsent.
Meine Erinnerung hat nur den einen Namen und er ist Frieden. Die Geburt geht offenbar nicht verloren, sondern sie dehnt sich aus und zieht sich zurück. Unsere Mutter ist für uns nicht einfach die ursprüngliche Beziehung, sondern sie ist die Wirklichkeit, in der und durch die uns überhaupt die Möglichkeit eröffnet wird, eine Du-Ich, eine Ich-Du-Beziehung einzugehen. Vielleicht ist der Name Mutter gerade das, was jedem Krieg trotzt. Vielleicht ist die Mutter die Antwort zu der Frage, die der Krieg sein will, nämlich Zerstörung. Daher kann Roger Willemsen treffend sagen, die erste Religion des Lebens ist der Glaube an die Mutterliebe. Sie ist keine Ersatzreligion, sondern die Bedingung, überhaupt sein Leben mit dem Glauben verflechten zu können. In meiner Erinnerung scheint daher meine Geburt als dieser Augenblick auf, der früheste in meinem Leben, bei dem ich still neben meiner Mutter laufe, die hinter mir läuft, um mir auf meinem Dreirad einen Löffel Essen zu geben. Hier wird die Geburt nicht verfügbar. Vielmehr scheint sie als eine Erzählung von Entbindung und Bindung auf. Jede Erzählung unseres Lebens, die unsere eigenen Erinnerungen überschreitet, hat mit uns zu tun. Aber sie wirkt wie eine Erzählung von einem Teil von uns, der uns noch fremd geblieben ist, als eine Art Lebensfluchtpunkt außerhalb unseres Lebens. Der Aufbruch zum Neuen, Unbekannten scheint zur Textur des Lebens zu gehören. Sich auf das Unbekannte, das wir so oft selbst sehen, einzulassen, eröffnet die Lebenspoesie. Eine tiefgreifende Erfahrung meines Lebens war die Geburt unseres Sohnes. Ich habe sie als eine bewegende Erfahrung eingeschätzt, aber nicht erahnen können, was sie in Wirklichkeit bedeutet. Unbeholfen stand ich da in Erwartung des Neuen, des Unverfügbaren. Doch der Augenblick, in dem er geboren war, Leben aus Leben, meinem Leben, war es um mich geschehen. Er schrie nicht. In meinem Erleben sind Unendlichkeiten vergangen. Dann schrie er. Und sein Schrei, sein Anblick ließ mich in den Hintergrund drängen. Mein Ego, meine Ziele, meine Wünsche wurden relativiert. Augenblicklich war ich nicht mehr der Hauptdarsteller meines Lebens, sondern der Vater des Hauptdarstellers. Alles war er, alle Hoffnung, aller Segen. Und das Gefühl, das ich in mir einstellte, war deutlich spürbar. Meine Brust öffnete sich und blieb auch offen, eben verletzlich, verwundbar, aber voller Wärme und Pulsieren für mehr Leben. Kriege, Flucht, Zerstörung, Diskriminierung,